Willkommen zurück zur ARMA Cold War Assault, auch früher bekannt als Operation Flashpoint Cold War Crisis. Hier noch von der letzten Mission die Auswertung, die uns irgendwie jetzt nicht angezeigt wurde, und wir gehen gleich weiter zur nächsten Mission. Combined Arms. Ihr Ziel ist das Dorf Regina. Ups, Entschuldigung. Wieder die Maus ein bisschen empfindlich. Im Planquadrat FG81. Befreien Sie das Dorf in einer gemeinsamen Operation mit Unterstützung der Grenadiere und der Panzereinheit Bravo. Okay, wir kommen von hier oben. Fahren Sie mit einem 5-Tonner Lastwagen auf dieser Straße. Na, wieso ist das so aggressiv, die Maus? Zum Treffpunkt. Stoßen Sie zum... mit der rechten Maustaste, so geht das. Stoßen Sie zum Grenadiertrupp Alpha und der Panzereinheit Bravo. Warten Sie in der Deckung dieser Bäume auf den Angriffsbefehl und erobern Sie das Dorf. Also, so, mit rechter gedrückten Maustaste können wir hier langsam scrollen. Wir rücken hier ein, sollen uns dann in den Bäumen verstecken und dann angreifen. Bei Notizen steht noch 9. Mai 1985. Gestern wurden wir auf Everon stationiert. Dabei kam der Trupp das erste Mal mit Kampfhandlungen in Berührung. Es war schrecklich. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Menschen getötet. Es waren 6, um genau zu sein. Niemand kann sich vorstellen, wie es hier zugeht. Man muss es gesehen haben, um es zu glauben. Gestern Morgen nahmen wir ein Dorf namens Morton ein. Der Rest des Tages verlief ohne Zwischenfälle. Unser Trupp hatte nicht viel zu tun, außer den Kampfgeräuschen in der Entfernung zu lauschen. Das ist ein bisschen, ja, das ist ja ein Standardtext hier, aber unser Trupp war im Prinzip ja tot. Also wir sind der einzige Überlebende. Gestern drehte ich durch und stürmte direkt auf die gegnerische Stellung zu. Als ich wieder zu Sinn kam, war der Rest meines Truppes weit hinter mir. Ich fühlte mich einsam und verlassen. Das darf mir heute nicht wieder passieren. Ich muss mich unter Kontrolle behalten. Dazu wiederhole ich, was ich bei meiner Ausbildung gelernt habe. Ich weiß jetzt nicht, ob sich der Text anpasst, je nachdem, wie man die Mission abgeschlossen hat. Das werden wir noch sehen, aber er passt nicht perfekt. Bei manchen Missionen können wir hier die Ausrüstung dann ändern. Aktuell geht das noch nicht. Wir haben das M16 mit Munition. Okay. Und eben halt noch Granaten. Und dann sehen wir auch noch unseren Trupp. Wir sind der... Wo sind wir denn? Moment. Wir werden hier gar nicht aufgeführt. Na gut, aber wir sehen, wer dann sonst noch im Trupp ist. Dann legen wir mal los. Irgendwie hat jeder Trupp, glaube ich, in der Realität so einen Typ wie den hier, der die Gewehre sehr, 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 sehr liebt. Na dann hören wir mal. All move to bush, 9 o'clock. 3, waiting. 4, ready. 5, sind wir mal bereit. 6, waiting. Antworten wir. 9, waiting. 2, waiting. Roger. Nein, das war nicht das, was ich wollte. Ich möchte gerne antworten mit... 10, waiting. Okay, ready habe ich jetzt nicht gefunden. Naja, gut. Oh. Ein Abrams. Kann man tatsächlich... Man erkennt es ganz gut. Und da drüben noch der M60. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Also ich finde den M60 rein optisch eleganter. Diese Rundung hier. Klar, das ist der modernere Panzer. So wie der Leo. Aber diese klassischen Panzer haben einfach eine schöne Ästhetik. Das ist das M113. So. Dann beeilen wir uns mal. Na? Na, komm. Jetzt können wir nicht ganz so schnell laufen, weil wir den Hügel hochlaufen. Was ja durchaus nicht unrealistisch ist. Und wir haben unseren Sprint aufgebraucht. Alpha,
Bravo, Charlie, all go, go, go! 1, 3, 1, 3! Go, go, go! Wir hinken hinterher. So, jetzt aber. Da ist Regina. Zu der Ort. All, move to tree, 12 o'clock. Wir sollen hier, klar, die Linie halten. Und alle stehen, dann tun wir das auch. 12 o'clock, target 500. Ja, ich sehe da auch Leute, oder? Das sind doch Leute, aber sind wir aus der effektiven Reichweite? Uiuiuiui. Contact, 1 o'clock, enemy, soldier, 200. I've got him. Ganz ehrlich, ich habe den, da hinten hatte ich welche gesehen, aber die waren weit weg. Jetzt hier. 2 o'clock. Soldier, 200. Ich sehe jetzt, da rennen welche. Ah. Bisschen vorhalten. Jawohl, der hat gesessen. Den haben wir. Aber ich kann jetzt nicht sehen, ob wir den anderen da noch erwischt haben oder ob der jetzt hier hinter der Tanne ist. Okay, wir müssen jetzt sowieso. Ui. Da unserer drauf. Ja, M116 ist weg. 1 o'clock, T72. Oh. Der T72 scheint weg zu sein. So. Müssen wir ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Da rennen noch welche. Ah. 6, target soldier. Wir haben ihn angeschossen. 1 o'clock, soldier, 200. 1 o'clock, enemy, man, 200. Hier, der ist weg und hier. Hier rannte doch einer, oder ist der auch weg? Da. Und wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Noch lieber zwei Kugeln rein. Ich bin es nicht ganz sicher beim Vorhalten, wie heftig wir mit dem Gewehr vorhalten müssen. All, move to house, 12 o'clock. 8, target soldier. 11 o'clock, enemy, soldier, 200. Ich will jetzt hier hinter diese Deckung robben. Warum? Soldier is history. So. Nein, bitte nicht vor mein Gewehr. Also mit dem Vorhalten jetzt bei manchen. Bei der Weltkriegsshooter weiß ich, da muss man relativ stark vorhalten, aber das ist ja ein eher moderneres Gewehr. Immer wieder sich reingewöhnen. Einfach. Aber definitiv, das sah so aus, als ob man vorhalten musste. Was ja auch Sinn macht. Aber wie stark halt. So. Sauber. Gehen wir mal zum Kommandanten zurück. Mir gefällt durchaus, dass dann zwischendurch dieses Gefechtschaos ausbricht. Man wirklich jetzt nicht weiß vor lauter Befehlen, die geschrien werden und Radiodurchsagen, was los ist. So. Nicht extra rennen, denn dadurch ziehen wir ja ungenauer. Okay, der Abrams steht dort. Oh, wo kommt das her? All, move to building, 12 o'clock. Ist da jemand? Bin nicht sicher. Lebt er? Oder ist es nur... Was soll da eigentlich weg sein? Zwischen. Oh, go to Foxtrot. Foxtrot. 7,
coming from the south. Retreat immediately. Repeat. Retreat immediately. Out. Okay. Yo. Nine. Engage. Soldier. Also weg hier. Enemy. Soldier. 200. Los, weg hier. Nine. Engaging. Wir bleiben besten beim Trupp. Also ich weiß nicht, aber wenn ich wüsste, da kommt ein T-80, würde ich jetzt ganz schnell mal in den Wald rennen. Aber scheint unser Anführer vom Trupp nicht so zu sehen, unser Unteroffizier. Doch jetzt. Aber wir ziehen uns wirklich langsam zurück. Eight, engaging. Soldier is history. Kurz Rückzug. Wir haben den Befehl Rückzug. Okay. Jetzt sind wir im Wald. Man hört die feindlichen Panzer anrollen, oder? Sind das feindliche? Sehr wahrscheinlich. Ne, das ist unser M60, der sich zurückzieht. Clear. Und unser Abrams. Wir wollen jetzt nicht zu verrückt sein und warten, bis die T-80s kommen. Wir bleiben alle hier im Wald. Die Verluste waren diesmal deutlich geringer. Schade, ich hätte gern noch den T-80 oder die T-80er wenigstens noch gesehen. Andererseits, was macht unser Kommandant? Okay. Also so wirklich in Deckung würde ich das jetzt nicht nennen, was wir hier machen. Oh! Contact. Ah! Sicherlich nicht. Wow! Engaging. Speichern. Macht doch, was ihr wollt da, lieber. 7 o'clock. Enemy. Tank. Lieber 200. 3 T-80. Mindestens. 4. Okay, ein ganzer Trupp. Zug. Entschuldigung. Nee. Da will ich nichts mit zu tun haben. Ich gehe da hier weg. Sehen wir auf der Karte, wohin wir fliehen müssen? Nee, jetzt gerade nicht. Logisch. Na, wir sehen aber, wo die sind. Grob. Ich bin immer noch fasziniert, dass wir uns nicht durch den Wald zurückziehen. Ich höre nur die Panzer. Nee, sorry, also. Soll doch... Ja, da gehen wir selber weg. Okay. Auf jeden Fall haben wir die Mission geschafft. Sie hatten Regina fast erobert, als die anrollenden Panzer sie zum Rückzug zwang. Regina ist gefallen. Die verbliebenen Soldaten ziehen sich nach Morton zurück und wir haben 2 Abschüsse und einen verloren, ein Mann. Ja, es ging ziemlich zügig. Also wie gesagt, ist eine nette Mission. Ich fand sie auch ganz damals schon ganz gut. Nur halt eben, warum nicht durch den Wald zurückziehen? Also das geht mir jetzt nicht ganz in den Kopf. Aber gut, bis zum nächsten Mal.